Das Stadion am Biberer Berg wurde am 21. Mai 1921 eröffnet. Die Haupttribüne aus Holz fasste damals 1200 Zuschauer. Im Jahr 1952 wurde gegenüber der Haupttribüne eine überdachte Stehtribüne fertiggestellt. Die erste Flutlichtanlage folgte 1956. Bereits 1959 wurde die Flutlichtanlage wieder demontiert und 1968 durch eine mit nur zwei Lichtmasten ersetzt. Die Haupttribüne entstand 1960 neu. 1968 folgten eine Stahlrohrtribüne und 1973 wurde die Südosttribüne errichtet. 1991 überlegte die Stadt Offenbach am Main, das Stadion zu verkaufen oder abzureißen. Diese Pläne wurden jedoch verworfen und das Stadion dem Offenbacher Fußballclub Kickers 1901 e.V. 1992 durch Erbbaurecht übergeben. 1997 wurde eine Anzeigentafel errichtet, die allerdings nur kurz im Jahr 1999 in Betrieb und nur für ein einziges Spiel funktionstüchtig war. Der Entwurf sah ein 29.300 Zuschauer fassendes Stadion auf dem Trainingsgelände nördlich des bestehenden Stadions vor. Die Baukosten hätten etwa 40 Millionen Euro betragen. Nach dem Abstieg des OFC aus der zweiten Bundesliga im Sommer 2008 wurden auch diese Pläne wieder fallen gelassen. Am 18. Juni 2009 beschloss der Offenbacher Magistrat in einer Grundsatzentscheidung einen 25 Millionen Euro teuren Neubau richten. Bauherrin war die neu gegründete Stadiongesellschaft Biberer Berg als Tochtergesellschaft der Stadtwerke Offenbach Holding, die das Stadion für jährlich 450.000 Euro an den UFC vermietete. Das neue Stadion sollte aus vier einzelnen Tribünen bestehen. Die alten Tribünen wurden während des laufenden Spielbetriebs nacheinander abgerissen und neu errichtet. Im Februar 2011 begannen die ersten Abbrucharbeiten. Eine Besonderheit stellt dabei die Gegengerade des Stadions dar. Die Tribüne hat nur Stehplätze und ist die Heimat der Kickers-Fans. Dies war auch schon im alten Stadion der Fall und wurde auf ausdrücklichem Wunsch der Fans beibehalten. Das Stadion wurde am 29. Juni 2012 eröffnet und am 18. Juli 2012 mit einem Freundschaftsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eingeweiht. Leverkusen gewann mit 3:0. Das Stadion am Biberer Berg in Offenbach hat eine Kapazität von 20.500 Plätzen. Diese sind aufgeteilt in 10.300 Sitz- und 10.200 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 6 und 34 Euro. Immer noch ein paar Hinweise zur Anreise zum Stadion. Bei einer Anreise aus Richtung Würzburg fahrt ihr über die Autobahn A3 bis zur Ausfahrt Hanau und fädelt euch dort dann in Richtung Hanau-Offenbach-Ost-Mülheim ein. Dann nehmt ihr die nächste Ausfahrt Richtung Offenbach-Ost-Obertshausen und folgt dann der B448 Richtung Offenbach bis zum Stadion. Wenn ihr aus Richtung Köln kommt, wechselt ihr am Offenbacher Kreuz von der Autobahn A3 auf die Autobahn 661 Richtung Frankfurt. Dann nehmt ihr die Ausfahrt Taunusring und biegt rechts auf die B43 Richtung Mülheim-Heusenstamm ab. Nach etwa 5 Kilometern biegt ihr rechts in die B448, das ist die Biberer Straße, die euch dann direkt zum Stadion führt. Falls ihr aus Richtung Fulda-Gießen über die Autobahn A66 anreist, fahrt ihr am besten am Hanauer Kreuz über die B43a Richtung Hanau-Wolfgang auf die B45 Richtung Rottgau. Ihr verlasst die B45 an der Ausfahrt Obertshausen und nehmt im folgenden Kreisverkehr die erste Ausfahrt Richtung Offenbach-Ost, Obertshausen und folgt dann der B448 Richtung Offenbach bis zum Stadion. Wenn ihr mit der S-Bahn kommt, nehmt ihr die S-Bahn-Linien 1, 2, 8 und 9 bis zur Haltestelle Offenbach-Ost oder fahrt mit der S-Bahn-Linie 1 und 2 bis Offenbach-Biber. Von dort ist es jeweils nur ein kurzer Fußweg zum Stadion. Die Buslinie 102 bringt euch ab Offenbach Hauptbahnhof direkt zum Stadion. Hier müsst ihr an der Haltestelle Stadion Biberer Berg aussteigen. Wie immer kommt ein Link mit den Hinweisen unten in die Beschreibung. Kommen wir noch zum Fazit meines Besuchs. Das Stadion ist von der Kapazität her auf höhere Spielklassen wie die Regionalliga ausgelegt. Das tut der Stimmung jedoch keinen Abbruch, die war wirklich gut. Da kann sich so manch ein höherklassiger Verein was abschauen. Bezahlen kann man im Stadion nur bargeldlos, entweder per EC, Kreditkarte oder einer Bezahlkarte, die man im Stadion erwerben kann.
Die Preise für das Bier und die Bratwurst, die übrigens sehr gut geschmeckt haben, unterscheiden sich nicht von anderen Stadien. Insgesamt muss ich sagen, dass mir der Besuch sehr gut gefallen hat. Und das war's jetzt auch wieder mit dem zweiten Video aus dieser neuen Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, wie immer, ihr wisst es schon, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.